In einigen Wochen fahren hier Bagger auf. Sie tragen auf dem Kirchenplatz in Willisau rund 1 Meter erdreich ab. Erde, die sprichwörtlich reich an Informationen ist, Informationen von einem früheren Willisau. 1 Meter, das sind 500 bis 1000 Jahre. Wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass wir den Kirchenplatz. Das Herz der Archäologen blüht. Die Informationen werden unwiederbringlich gelöscht. So der Leiter der Kantonsarchäologie, Jürg Mansen, gegenüber dem regionalen Fernsehen Telenaftele Zentralschweiz. Es ist aber so, dass natürlich jetzt sehr viel verloren geht beim Bauen. Das ist einfach so, wir können die Situation nicht ändern. Wenn die finanzielle Situation schlecht ist, dann können auch wir nicht alles machen und wir müssen zurückstehen. Aber es ist natürlich ein Problem, wo wir intensiv nach Lösungen suchen dafür. Eine reduzierte Grabung hat in den letzten 6 Wochen versucht, wichtige Zeugnisse aus der Geschichte von Willisau zu retten. Das hat man unter diesen Zelt gefunden. Wir sind ja jetzt immer in der Stadtzeit von Willisau, in der Zeit nach 1300. Da sehen Sie die Abfolge noch sehr schön. Die heutige Pflasterung, unmittelbar darunter Brandschutt, verbrannte Materialien von den verbrannten Häusern von Willisau. Und dann darunter zweimal jeweils ein Lehmboden, wo an der Oberfläche, Sie sehen es sehr schön, die entsprechende Brandschicht zeigt, die verkohlte, das dünne Bändchen ist eigentlich die Schicht, die begangen worden ist damals. Die haben wir hier wirklich auf der ganzen Fläche schlussendlich gehabt. Sie können es, wir haben es zweimal. Auch hier gibt es Hinweise auf einen Brand, auf dieser Höhe. Hypothetisch können wir sagen, wir sind hier in den Gebäuden von 1375. Und hier in den Gebäuden von 1386. Das Fundmaterial im archäologischen Zusammenhang ist halt nicht so, häufig nicht so, dass man es so fein datieren kann, auf 15, 20 Jahre genau. Zeitlich passt das alles sehr gut in diese Epoche hier. So viel also zur Stadtzeit. Wenn Sie schauen, rundum, wir sind hier auf dieser Höhe, sind wir bei den beim Städtebau, Stadtgründung, was auch immer. Die farbigen Schichten die ziehen noch deutlich weiter runter. Also das geht ja zum Teil 2 Meter weit runter mit andersfarbigen Schichten, die uns die entsprechenden menschlichen Tätigkeiten angeben. Hier sind wir jetzt tatsächlich im vorstädtischen Willisau, also im Dorf Willisau, wo hier vor, ich sage jetzt mindestens 1000 Jahren, zum Schlagwort zu bringen, im Umfeld von der Pfarrkirche von Willisau entstanden ist und ganz offensichtlich schon ein gewisses gewerbliches Zentrum auch dargestellt hat. Sie sehen eine Kraterlandschaft von unzähligen Gruben, Bodeneingriffen, die hier zur Zeit von dem Dorf entstanden sind. Ich zeige das vielleicht schnell hier hin. Zeigen. Wir haben mit diesen Schichten hier haben wir, fassen wir die Umwandlung des Geländes, also quasi den Abbruch vom Dorf Willisau und dem Ausebnen des ganzen Geländes. Das Dorf Willisau, das hier bestanden hat, zu dieser Zeit scheint das Gelände noch recht bewegt zu sein. Wir haben Gräben, die wahrscheinlich Parzellengrenzen anzeigen. Wir haben, wie gesagt, viele Gruben, die hier vorhanden sind. Die ganzen Strukturen zu dem Dorf, sei es Gebäude, sei es Gruben, werden verfüllt, werden abgerissen und werden schlussendlich ausplaniert und mit einer Kiesschicht überzogen, um auf dem Baugrund schlussendlich können die Stadt Willisau mit ihren Mauern, Stadtmauern rundherum dann zu errichten. Zum Dorf selber, zu den Strukturen, die wir hier im Boden haben, zur vorstädtischen Zeit vor 1300. Da haben wir auf dieser kleinen Fläche ganz viele Hinweise, was könnte abgegangen sein, aber relativ wenig wirklich konkrete Geschichten, die ich Ihnen jetzt sagen kann. Da haben wir jetzt beispielsweise Schmiede. Wir haben Abfälle von verschiedene Schmiedeabfälle, die zeigen, dass wir hier einen Schmiede in der Nähe haben. Aber wir haben jetzt nicht können, die Schmitten als Gebäude hier festmachen. Was wir haben, ist an dieser Stelle beispielsweise eine Grube, die verfüllt war mit
zig verschiedene Kohlenschichten, Aschenschichten. Die Grube ist jetzt ausgenommen, Sie sehen hier unten, wo auch verstürzte Ofenfragmente an der Oberfläche hat. Also wir haben hier eine gewerbliche Grube, die ein Handwerker offensichtlich genutzt hat. Da werden wir noch weitere Analysen müssen machen, um dem eigentlichen Handwerk tatsächlich auf die Spur zu kommen. Was man auch sieht, ist vor allem im hinteren Bereich dann, hier oben eine Schicht mit Tuff, wo innerhalb von diesen, also das ist diese Schicht hier, das helle Material, wo man auch in der Fläche zum Teil sieht, wo sich, das ist das Material hier. Das ist nicht etwa Mörtel, sondern das ist Tuffmehl. Tuff wird ihnen, Quelltuff wird ihnen ein Begriff sein. Das ist das Steinmaterial, wo zum Beispiel der Kirchenhügel von Willisau daraus besteht. Das ist sehr beliebtes Baumaterial gewesen, weil man den Tuff eigentlich im nassen Zustand sehr gut bearbeiten kann, zum Teil sogar sagen. Das Mehl hier zeigt, wir haben hier einen Werkplatz, wo der Tuff bearbeitet worden ist, verarbeitet worden ist. Der liegt innerhalb von diesen Strukturen von dem Dorf Willisau. Auch hier müssen wir jetzt schauen, ob wir anhand von der Ausdehnung von dieser Tuffschicht könnte zeigen, dass der Werkplatz etwas zu tun hat mit einem Neubau von der Kirche von Willisau. Die Kirche von Willisau ist im 13. Jahrhundert neu errichtet worden, auch mit Tuff auf dem Tuffhügel. Und diese Schicht könnte durchaus etwas mit dem Kirchenbau im 13. Jahrhundert zu tun haben. In diesem Ausschnitt können wir das jetzt halt so nicht belegen. Also Sie sehen, wir sind hier für das Dorf Willisau in einer gewerblich sehr intensiv genutzten Zone. Wir haben an dieser Stelle, wo wir jetzt gegraben haben, zwar aus der vorstädtischen Zeit keine sicheren Gebäude können nachweisen können. Sättige hat es nur wenige Meter von hier weg am Rand des Kirchenplatzes gehabt, wie wir durch andere Aufschlüsse aus den 90er Jahren wissen. Aber wir sind hier in einer Werkzone, wo ganz offensichtlich ganz verschiedene Handwerk oder Gewerbetriebe tätig sind und wir zu ganz unterschiedlichen Zwecken Gruben angelegt hat, gewisse Plätze ausplaniert hat oder eben auch einfach nur geschafft hat, wie wir hier den Werkplatz uns das anzeigen. Ja, das ist so eine, ich weiss nicht, ob sehr stringente, aber doch vom jüngsten zum ältesten führenden Durchlauf durch Grabungsbefund gewesen, hier am Kirchenplatz. Ich weiss, es ist sehr abstrakt alles jetzt für Sie auch, weil Sie halt wirklich nur die Schichten jetzt noch sehen hier. Aber Sie werden auch spüren, dass der Kirchenplatz als Platz grundsätzlich sehr ein höchstes archäologisches Potenzial hat. Dass man hier die Siedlungsgeschichte von Willisau von der Frühzeit her, also vom Dorf her, bis in die städtische Zeit sehr gut nachvollziehen kann und dass man hier vor allem auch eine Fülle an Strukturen hätte, die eben aus einer Zeit, wo wir bis jetzt fast nichts wissen von Willisau. Also die vorstädtische Geschichte, wie hat das Dorf ausgesehen, von was hat es eigentlich gelebt, wie haben die Leute hier gehauset, sind sie wohlhabend gewesen oder nicht. Das sind alles Informationen, die im Untergrund von Willisau liegen und wo wir jetzt halt einfach den kleinen Ausschnitt von gut 100 Quadratmeter, knapp 100 Quadratmetern können entsprechend dokumentieren. Wir sind uns grundsätzlich eigentlich gewöhnt, dass wir sehr viel verlieren von dem, was im Boden vorhanden ist. Also wir sind da ziemlich abgebrüht mittlerweile. Aber so ein Fall wie hier Willisau, das ist natürlich schon noch einmal ein Level, wo man muss sagen, doch, das macht weh. Ja. Auf die Frage, ob die Archäologen vor Ort sein werden, wenn die Bagger auffahren, der Grabungsleiter Fabian Kühl gegenüber Telenapf. Das hat eigentlich praktisch keinen Wert. Weil, wie gesagt, wir haben eigentlich die Grabungen vorgängig, oder das ist, wenn man bauen will und die Archäologie dabei ist, dann muss man das eigentlich vorgängig wirklich auch aufgleisen, dass man die entsprechenden Zeitfenster überkommt. Es hat in dem Fall eigentlich vor allem darum keinen Wert, weil man nicht, also so schnell, einfach in einem kurzen zeitlichen Aufwand bringt man da gar keine
anständige Informationen her. Also wenn Sie hier mit dem Bagger abziehen, dann sieht alles einfach irgendwie gleichfarbig aus, dann müssen wir sofort davon präparieren, dann müssen wir ein Grabungsteam herstellen und das gibt sofort Verzögerungen von Tagen, wenn nicht Wochen. Und das ist genau das, was ja hier in Wilisau eigentlich nicht passieren darf. Und von dem her werden wir das müssen preisgeben. Ja. Und auf die Frage, wo die Ausstellungsstücke zu sehen sind? Das Fundmaterial, das kommt bei uns ins Depot. Mhm. Also es ist ja so, Sie haben es vielleicht gesehen draussen, wir können sonst auch noch einen Blick drauf werfen. Es sieht auf den ersten Blick, ist das überhaupt nicht spektakulär. Es ist Abfall, es sind Scherben, es sind unansehnliche Knochen. Also eigentlich nichts Schönes. Also auch nicht etwas, was man jetzt im Museum in dem Sinn könnte zeigen. Für uns sind Fundmaterial in erster Linie ist das ein Teil des Befunds, also ein Informationsträger, wo man extrem viel Hinweise über die Lebensweise, über die Wirtschaftsgeschichte, alle Bereiche des menschlichen Lebens eigentlich daraus herauslesen kann. Die werden bei uns als geschichtliche Quellen schlussendlich im Depot eingelagert und harren einer Auswertung, wenn dann einmal sich jemand würde dieser Sache annehmen, um das dann auch zu analysieren. Ja. Was mich grundsätzlich einfach überrascht, ist eigentlich, wie, also, Sie sehen es eigentlich, wie tief die Eingriffe aus dieser vorstädtischen Zeit eigentlich sind. Also die Weggruben, möglicherweise sogar Grubenhäuser. Dass man da halt einfach, also das muss sehr lebendig ausgesehen haben da, vom Gelände her in der vorstädtischen Zeit. Oder? Mhm. Was dann ausgeglichen wird beim Bau von der Stadt. Sonst ist es einfach eine Freude zu sehen, wie die Abfolge auch können so darzulegen, wie gut dass man das kann zeigen schlussendlich oder dokumentieren. Einfach zusammenfassend noch einmal ist das Dorf Wilisau mit einem lebenden Gewerbe. Mhm. Dann das Abraumen vom Dorf, also der Abbruch von dieser Geschichte, mit dem Kappen auf dem Gelände, mit dem Ausebenen. Dann der Bau von der Häuserziele, der hier offensichtlich weitergeht. Und in diesem Bereich mit guter Wahrscheinlichkeit eben auch als Märthalle genutzt worden ist. Und dann die Zerstörung im 14. Jahrhundert, wo die Schichten 20 cm unter dem heutigen Platz liegen. Das finde ich eigentlich immer beeindruckend. Bei 20, 30 cm. Ja, ja. Also wenn Sie hier schauen, 30 cm. Also das finde ich immer faszinierend, wie unmittelbar man zum Teil in der Altstadt im Kanton Luzern auf den historischen Grund kommt. Das finde ich immer wieder spannend. Auf die Frage, wie die Wilisauer Bevölkerung auf Grabung reagiert hat, der Fabian Küng? Nein, also soweit ich das mitbekomme, ich bin ja nicht ständig vor Ort gewesen, oder nur so besuchsweise, ist das Interesse grundsätzlich sehr gross gewesen. Also es hat immer, wenn ich da war, sind Leute da gewesen, die reingeschaut haben oder die Fragen gestellt haben. Mhm. Es ist ganz offensichtlich ein Bedürfnis auch von den Wilisauerinnen und Wilisauer, ihre Geschichte zu können. Und das hat die Leute fasziniert. Also das hat auch Freude gemacht. Ich habe gar nie jetzt von einer negativen Erlebnis gehört. Also das ist eigentlich der Blick hier in diese Fläche hinein. Also Sie sehen die Leitung, da sehen Sie dort hinten auch. Sie sehen, in dieser Fläche ist eigentlich eine Pflasterung aus Kieselstein vorhanden. Ja. Das ist eigentlich der Gassenbereich von der mittelalterlichen Stadt, also im 14. Ja. An dieser Stelle da haben Sie dann auch Grenzen zu der postulierten Halle. Mhm. Auf dieser Seite mit da und dort, das ist hier beispielsweise so ein Unterlagstein, der als Säulenbasis eigentlich gelten haben. Genau, richtig. Also wir haben eigentlich wirklich einen Außenbereich und einen Innenbereich. Wenn jetzt die Zelle nicht da wäre, würden Sie sehen, dass die Flucht, die eben in etwa vielleicht auf der Kante von dem Graben würde laufen, da, dass das nicht der heutigen Gassenflucht entspricht, die wir haben, sondern dass das Haus Kreiliger weiter vorsteht heute. Also die Wahrscheinlichkeit, dass im 14. Jahrhundert eben die Gasse leicht paralleler gelaufen ist, also hier ein bisschen breiter war, weiter unten ein bisschen schmäler, die ist relativ hoch. Was hat man denn gefunden? Dazu der Grabungsleiter, der Fabian Küng. Sie haben einerseits hier Tierknochen, beispielsweise Knochenfragmente. Das ist eigentlich nichts anderes als Abfall schlussendlich, auch Schlachtabfall, ja. Die uns dann einen Hinweis geben auf einen Speiseplan der Leute. Also das kann dann schlussendlich bis zu Fischschuppen und so weiter gehen, die sich im Boden erhalten, die einem den ganzen Speiseplan eigentlich zeigen. Sie haben
Keramik, die für uns vor allem auch darum wichtig ist, weil sie uns wichtige Hinweise gibt auf die Datierung auch von den entsprechenden Schichten. Es gibt auch so unförmige Geschichten wie das hier. Also das ist jetzt aus der Dorfzeit beispielsweise. Das ist ein Stück Eisenschlacken mit Ofenlehm dran. Also das ist offensichtlich ist da ganz in der Nähe eigentlich eine Schmitte, wo man dann die entsprechende Essen verschlagen hat. Das sind eigentlich so wirklich mit, für uns sind Funde Informationsträger, die man kann entsprechend analysieren kann. Und wenn man alle die Informationen zusammentreibt, haben wir auch ein entsprechendes Bild über die soziale und wirtschaftliche Stellung oder Struktur von der Gesellschaft, von der Bevölkerung kann daraus herausziehen. Soweit der ergänzende Bericht zu den Grabungen auf dem Kirchenplatz in Willisau von der Kantonsarchäologie Luzern. Genau, also da sind Kornzapfen, da werden die Augen.